So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Heute spielen wir Call of Duty, den allerersten Teil. Und ja, die weiteren Teile kennt ihr ja alle mittlerweile. Es sind ja einige erschienen. Wir fangen mal ein neues Spiel an. So, was wählen wir? Schwierigkeitsgrad. Wir sind mal Soldat. Grünschnabel wäre, glaube ich, zu einfach. Das wird wahrscheinlich leicht, mittel, schwer und unmöglich oder sowas sein. Nehmen wir Soldat. So, klicken zum Starten. Klicken wir mal. Camp Tucker, GA, USA, 10. August 1942. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Okay. Löscht mit Granaten feindliche Stellung aus. Greift im Team an. Bleibt immer in Deckung. Lade vor einem Angriff nach, ja. Und Sperrfeuer dann flankieren. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Nähern Sie sich dem aktuellen Ziel. Ja, wir haben uns schon, glaube ich, dem genähert. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los! So, Tor zum Hinderniskurs. Hier ist der Hinderniskurs. Da ist auch noch ein großer Turm. Was macht. Ach, da rutscht. Oh, der ist, glaube ich, hingeflogen gerade. Da hinten, oder? So, wir laufen mal schneller. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir gleich mal rausfinden. Martin, hier ist das dich Tor. Dich haben sie also auch hierher verfrachtet. Oh, fuck, die gehen los. Es geht los. Rüberspringen, Elder. Na los, vorwärts. Oh fuck. Schnell. Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken sie unter dem Stacheldraht. Rein darunter. Boah, wir sind ja klar in Führung. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Boah. Echte Kugeln. Oh, scheiße. Bleiben. Verrückt oder was? Wir müssen da hoch. Los, los, los! Klettern! Zack! Und hier runterklettern. Oh! Shit! Ist da runtergesprungen. Sergeant Moody! Ach, da bist du. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. Ach, da ist der Tisch. Okay. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Die Anzahl der Patronen in Ihrer Waffe und der Patronen, die Sie bei sich tragen, sehen Sie unten rechts im HUD. Behalten Sie sie im Auge, Soldat. Okay. Dürfen wir jetzt schießen? Da soll man drauf schießen. Was sind denn uns hier? Nehmen Sie beide Kabinen und treffen Sie ins Ziel 12 Mal. War es nicht 12? Ach, hier ist noch was. Boah. Ich bin jetzt nicht so genau gezielt, aber das macht nichts. Sie 6 weitere Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. Wenn Sie sich nicht bewegen und wenn Sie sich ducken oder hinlegen, zielen Sie genauer. Das wird über Leben und Tod entscheiden. Naja, geht so. So, nächster Bereich. Vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Oh, das ist ja sehr genau. Legen Sie weiter durch das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. Nochmal? Schieß nochmal hier hoch. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Zielvorrichtung genauer zielen können. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Ja, dann gehen wir mal ins nächsten Bereich rein. Tauschen Sie das Springfield jetzt gegen eine Thompson-Maschinenpistole auf dem Tisch. Thompson. Sofern Sie nicht okay. 3 Arme haben, können Sie auch nur 2 Waffen tragen, abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Feuern Sie 10 Kugeln auf das Ziel. Zuerst aus der Hüfte und dann mit Blick durch die Zielvorrichtung. Aus der Hüfte. Sie beide Schuss.
Eine leichte Vergrößerung, wenn Sie eine Waffe heben und durch eine Zielvorrichtung ohne Fernrohr blicken. Gehen Sie ein paar Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsamer. Ups. Versuchen Sie es mit der Kolbenschlag. Bam. Passen Sie auf, Junge. Das Ding ist geladen. Hua. Hua. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Okay, nächster Bereich. Nehmen Sie die Granaten vom Tisch. Mal Granaten. Los. Werfen Sie in die Öffnung vor sich eine Granate. Schmeißen wir mal was in die Tür rein. So, dann ins Fenster. Oh, das war nicht gut. Ach so, wir können hier. Okay, wir können uns hier so. Oh. Shit. So. So, und. So. Geht doch. Wir wollen aber nochmal eine reinschmeißen. Hehe. Da hinten rein. Hey, hat sogar geklappt. Sehr gut. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitätersets. Spielen Sie nicht den Helden. Das Ding kann Ihr Leben retten. Die letzten okay, das sieht aus wie eine Einkaufstüte. Ja, okay, Sprengsätze. Sie an sich. Oh, das ist eine Stange Dynamit. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um, sonst gehen Sie selbst mit hoch. Okay, nähern sich die Ziegelmauer und drücken Sie F. Drücken wir mal. Oh, wir haben 10 Sekunden Zeit. Fuck. Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen, bevor er in die Luft geht. Achtung, Vorsicht! Oha, ey, was war das denn? Atombombe oder was? Saubere Arbeit, Private. Gut gemacht. Verrückt. Tragen Sie die Waffen stets bei sich und halten Sie sie sauber. Weggetreten. Ja, dann war's das mit dem Trainingsmodus. Alles klar. Dann sind wir hier fertig. Schön. Nichts im Leben ist so erheiternd, als ohne Ergebnis beschossen zu werden. Winston Churchill. Alles klar. Das nächste Level machen wir dann im nächsten Level. Im nächsten Level, sag ich schon. In der nächsten Folge. Das war jetzt quasi die Einführung. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann richtig ab. Also schaltet wieder ein.